Willkommen, Freunde des Sky YouTube Sports. Grüß euch, wie geht's? Alles klar? Schön. So, ich habe jetzt gerade 3 Runden bei Daylight aufgenommen und eine Folge davon kriegt ihr aber nicht zu sehen. Ich habe mir was überlegt, mal was auszuprobieren. Ob ich es kann, ob das was wird, ob das... Naja. Aber die anderen 2 Folgen kriegt ihr so zu sehen. Unboxing, deswegen. Jetzt geht's los. So, hier habe ich mein Paket, habe ich heute gekriegt. Ich habe auch wahrscheinlich eine Ahnung, was drin sein könnte, weil ich erst am Überlegen war, was, wie, was und wo. Ja. So, ich werde das jetzt mal an dieser Seite aufschneiden. Brauche ich gar nicht. Ach, da ist so ein Dings dran. Das mache ich jetzt erstmal auf, das könnte ein bisschen dauern. So, da sind wir zurück. Jetzt geht's weiter. Ich brauche das nur aufmachen, da war die Tüte schon offen. Wie ihr seht, das ist einfach nur hier dran abgezogen und dann war das schon offen, also billig zugemacht. Da hätte jeder dran rumdrücken können. So, ich habe mir da was bestellt. Ja. Und ja, das gibt dann auch wieder einen netten Post auf Facebook. Mache ich einen kleinen Post darüber mit meinen Kopfhörern dabei. Habe ich mir extra dafür bestellt. Für 10 Mägle kann man nicht meckern. Ich habe keinen Bock, meine Kopfhörer. Scheiße, ich wollte ja weiter sagen, was ist. Ich will es ja noch nicht aufmachen. Okay, jetzt brauche ich wahrscheinlich die Schere. Mal gucken, wie stabil dieses Klebeband. Okay, Schere. Ja, so, ich habe mal zwar Sardes angefragt, auch als Produkttest oder sowas, aber die antworten ja nicht irgendwie so, ob sie mir mal da, das läuft wahrscheinlich alles über diesen anderen Idioten da, aber das ist mir egal, ich mache jetzt mein eigenes Ding und ich denke mal, ich will auch mit ihm nichts mehr großartig zu tun haben, weil der tut mir glaube ich nicht gut. So, anderes Thema, ja, und jetzt zu meinen Kopfhörern, Unboxing, ich habe es ausgepackt und tada, das ist die Halterung für meine Kopfhörer. Dass die mit denen nicht immer rumliegen, habe ich mir jetzt was bestellt, um die hinzustellen. Ja, erstmal aufmachen und aufbauen. Ja, Freunde, hier am Computer angekommen, habe ich jetzt das ganze Material, wie ihr seht, hier vor mir rumliegen. Ja, auch diese 2 netten Teile, ja, die man dann dafür einsetzt, die Klammern zum Fixieren. Hier die Halterung. Hier kann ich ganz einfach das Gummi abnehmen. Einfach zur Montage, einfach oben wieder drauf. Fertig, also ganz leicht abnehmbar, sauber machen, wieder drauf machen. Easy peasy going. Ja, dann habe ich hier den Fuß. Ist nicht gerade großartig dick. Moment, so. Oh, wie man sieht, ja. Hat vielleicht 10 cm oder sowas. Einfache Montage auf jeden Fall, man kann es ganz einfach auch wieder auseinandernehmen und das Geile ist, es ist wie meine Kopfhörer von Sardes. So, dann wollen wir das Ganze jetzt einfach mal festmachen. Ich hoffe, das ist für euch, dass ihr das gut sehen könnt. Und zwar einfach das Ding, zack. Am Anfang, wenn es neu ist, macht es Klick, so ein richtig schönes Klick. Und und die erste Aufnahme, die war sehr, sehr, sehr verschwommen. Man konnte, das war nicht richtig klar und deutlich. Das musste ich nochmal machen. Und da habe ich gesehen, ach, das ist ja ganz einfach Montage, ganz einfach zusammenbauen, wieder entbauen für meinen Umzug oder sowas. Wenn man das, damit es nicht kaputt geht, ja. So, das machen wir das ganze Ding auch hier. So, dieses Klick. Man hat jetzt aber diese Unstabilität hier drin, wie ihr seht, ja. So, dafür haben wir dann diese Justierung. Die kommen dann hier oben und hier unten rein. Ich zeige es von der Seite, damit ihr das auch seht. Einmal hier und einmal da. Da hat man diese Kerbungen drin. So, setze ich das einfach mal, auch wenn es laut wird. So, muss sein, fest. So, das gleiche machen wir hier unten auch. So, ist auch fest. So, damit hat sie das. So, das wackelt nicht mehr so. Ja, das ein bisschen wackelt, ist normal. Das ist halt Plastik und ja, aber... Kann man nichts anderes sagen. So, und jetzt hat man sich seine Kopfhörer dabei von Sardes. Pack ich spür einfach da drauf. Und das war's. Easy going. So, das ist von vorne, so sieht das aus. Ja, weil ich habe das Headset. Diese braucht man eigentlich nicht, man hat ja hier. Aber wenn man mal unterwegs ist, irgendwo anders. Ja, oder Spielemesser oder was, dann braucht man nicht extra sein teures Mikrofon mitnehmen, sondern man hat dann hier, ne, diesen Mikrofonarm. Jo, das ist einfach, weil einfach geil.
Ja, das Blau ist hier, das Blau ist zwar nicht so wie das von der Kopfhörern aus, das ist hellblau, das ist dunkelblau, aber dieses hellblaue kommt dann dran mit dem Logo, was hier unten drauf ist. Das kommt schon eher hin. Ja, ansonsten einfach Montage, wie ihr seht. Bevor ich mir selber was bastle, habe ich gesagt, kaufe ich mir von Sardes. So, ja. Ansonsten würde ich sagen, meine neue Erreicherung ist da, hat nicht mehr gekostet als 10 Euro und ja, einfach macht einfach was her. Ja, ich find's geil. Wurde Zeit, dass ich mal sowas kriege. Die haben auch sowas in Blau. Man kann das an einen USB-Hub anschließen. Ist beleuchtet sogar, kostet aber mehr. Das war jetzt saubillig. Es kam aus Belgien, glaube ich, und jetzt nicht aus China. Weil Sardes sitzt in China. Und die haben auch was Rotes. Das Ding in Rot haben sie auch, ja, aber das wollte ich jetzt nicht haben, weil ich keine roten Kopfhörer habe, sondern ich habe blaue, sondern das soll so optisch ein bisschen passen halt, ne, plus Mauspad hier, aber ich will irgendwann mal gucken, dass ich mir neue Kopfhörer besorge, rote Kopfhörer, irgendwie sowas, dann besorge ich mir auch davon eine rote Halterung, ja. Und wenn ich die Kopfhörer irgendwann mal nicht mehr brauche, werden sie natürlich nicht verkauft oder nicht verschenkt, weder noch, die kommen dann ins Regal. Jo. Schauen wir mal. So, das war's gewesen. Das war's Unboxing. Ich hoffe, ihr seid damit zufrieden. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Unboxing kommt bestimmt was. Also ich bedanke mich und würde sagen, bis zum nächsten Mal, euer Virus. Macht's gut. Ciao mit V.